Und raus mit den Ködern. Ja, das ist das Allerbeste. Angeln am Nordmeer vom Land und dann ballern im Idealfall auch noch Fische rein, die ordentlich Cash bringen. Ja, so soll das natürlich sein. Also raus hier mit den Ködern, locker durchjiggen, das ist wichtig. Ich hatte es jetzt die letzten Tage schon zwei, dreimal hier probiert, nachdem letzte Woche hier die Klische mal wieder als Trophy gefangen wurde, habe ich doch gedacht, Alden, jetzt wird's aber mal langsam Zeit, ich muss doch mal durchziehen und ja, Doggerschabe nehme ich natürlich auch gerne mit. Also schön hier auf Plattfische vom Land aus und das Schöne ist, hier gehen halt nicht nur die Plattfische rein. Also Steinbutt, Scholle, Doggerschabe, Klische. Hier gehen auch, ja, Steinköhler ist jetzt gerade mit reingegangen. Natürlich auch mal was Kleines, so ein Schellfisch oder sowas. Aber eben auch die Aalmuddern. Und die Aalmuddern, gerade in der Nacht sind die jetzt reingegangen. Oh, ja lol, ey. Was war denn ditte, ey? Ja, gerade die Aalmuttern, die lohnen sich natürlich auch richtig. Also auch letzte Woche schon probiert, die Tage auch nochmal nachprobiert, auch schon mal im Chat angedeutet oder schon mal erwähnt, dass das hier ganz gut funktioniert zum Cash machen. Einfach locker vom Land aus. Ich werfe so um die, na sagen wir mal so um die 40 Meter weit ungefähr raus. Um die 40 Meter weit rauswerfen und dann locker durchjiggen auf Dogger. Einfach auf die Doggerschabe. Und das mit dem Meeresjig bedeutet im Umkehrschluss, wenn du noch gar nicht so weit bist, dass du Meeresrouten und sowas hast, einfach auf Jigmontage. Ich verlinke nochmal das Video. Level 34 und kein Silber. Da ist es. Das Video angucken. Was machen, wenn du Level 34 bist, am Nordmeer angeln willst, aber kein Silber hast für passendes Nordmeer-Setup, reingucken, dann lübt das Ganze. Ich war gerade noch unterwegs, eine Stunde schön auf dem Acker draußen, schön auf dem 120er ein bisschen Gas gegeben und bam, ballert mir da einen Digger fetter Grönlandhai rein, absoluter Hammer. Der Gröni, übrigens auch zu sehen, fällt mir gerade ein, der ist ja zu sehen im letzten Musikvideo zum der Trophy Drill, genau, der Trophy Drill Song. Da sieht man den 170er Gröni, 1150 Silber hat er ungefähr gebracht. Also hat richtig gut geschmeckt. Aber jetzt will ich natürlich nicht dann nochmal so ein Ticket rausjubeln, also nochmal eine Stunde dranhängen, sondern nur noch so ein bisschen hier vom Land aus daddeln, noch ein bisschen was rausziehen und wie gesagt, vielleicht geht ja auch hier noch einer der gesuchten Trophys rein. Das wäre natürlich der absolute Hammer. Ja, ich ziehe jetzt hier nochmal eben durch und dann gucken wir natürlich gleich nochmal kurz in den Kescher rein und was das Ganze denn hier so gebracht hat. Wir gucken uns natürlich auch das Setup an. Ich bin hier gerade nur mit einem Köder unterwegs und der Knackpunkt ist, ein Köder, wofür es keine Perlen gibt. Das bedeutet, ich muss jetzt hier gucken, welche Perlenkombi funktioniert am besten? Gucken wir da mal eben rein. Also, so ist das Setup aufgebaut hier. Auf 55 Kilo Fluorocarbon, das als Schocklieder. 4 Nuller Haken komplett. Und dann eben hier mit dem Tackle 4,5 Redman Tackles. Ja, Quicker 4,501. Also, das wurmige Dingen. Sieht fast aus, so ein bisschen wie so ein Wattwurm oder was. Und das Dingen raus. Ja, hier wäre natürlich jetzt zu überlegen, welche Kombis gehen hier vielleicht noch besser. Vielleicht muss man hier einfach noch ein bisschen mehr rumspielen. Vielleicht gibt es hier einfach Farben und Kombinationen, die besser funktionieren. Probieren wir es mal so. Schön, rot, gelb, grün, zack. Raus damit. Ja, das waren jetzt so um die 40 Meter. Genau so. Und dann wieder auf Jig. Also erstmal schön absinken lassen. Und dann haben wir hier natürlich die Grundnähe. Und dann zack,
gehen wir rein in den Jig. Manchmal ballert schon was rein, im Absinken kann auch passieren, ist ja auch nicht schlecht. Wir nehmen ja hier alles mit. Das Schöne ist, wie gesagt, wir sind hier an einer Stelle, wo man eigentlich immer gezielt diese gleiche Stelle halt wieder bewerfen kann. Das heißt, wir haben hier sämtliche Zeit. Nachteil beim Meer, du driftest einfach mit dem Affenzahn an allen Spots vorbei. Vorteil hier, yeah, gib mir die Klische, Alden. Ich will mehr Klische, gib mir die Klischen-Trophy. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, ne? Wenn ich jetzt sage, Quicker, ist es halt immer der gleiche. Theoretisch müsste ich jetzt gucken, wie ist der Verschleiß bei jedem Quicker, damit ich sehe, wo ist der nächste Biss drauf? Hoppala, nächster Biss. Wo ist der nächste Biss drauf gegangen? Ist es die rote Kombi? Ich hatte gerade 20,2. Alter, das kannst du nicht ausdenken, ne? Aber so soll das, ey. Auswerfen, zack, next. Na, ich glaube, die Seeskorpione, die mögen auch die roten Kombis. Gerne mal. 20,7, ja. Die sind auf das rote Ding gegangen. Jetzt ist einfach die Frage, was mag die Dogger. Also, so probiert man und so testet man. Vom Kescher, wie gesagt, sieht es ganz gut aus. Wir gucken gleich rein. 20 Fische jetzt hier in der Zeit. Ja, das passt doch schon ganz gut. Ziehen wir nochmal eben durch und ich würde sagen, dann gucken wir auch gleich nochmal eben kurz in den Kescher, was denn die Fische so an Cash bringen. Denn das ist ja auch wichtig. Lohnt es sich? Und ja, wie gesagt, selbst mit einem einfachen, kleinen oder mit einem Start-Setup hier fürs Nordmeerangeln ist das hier wirklich eine gute Möglichkeit, um immer wieder Cash zu machen, nicht so viel Cash zu verlieren. Wenn du überlegst, erstmal nur mit einem Köder die ganze Zeit und dann bist du auch noch draußen auf dem 34er, auf dem 40er unterwegs und dann beißt vielleicht, keine Ahnung, alle 3 Minuten beißt man einen Fisch, dann vertrödelst du natürlich wahnsinnig viel Zeit. Vor allem, wenn du dann auch noch an tieferen Stellen rumhantierst, dann vertrödelst du natürlich wahnsinnig viel Zeit in dieser Absinkphase, wo nichts beißt. Und dann hast du, wie gesagt, nur einen Köder, der lockt. Das ist dann natürlich ein bisschen mies. Dann lieber hier am Land stehen, genauso wenig fangen wie auf Meer, aber keine 100 Silber Kosten haben, wenn dann der Kescher irgendwann vielleicht nur halb so voll ist, ne? Und wie gesagt, hier sowas wie die Aalmutter, ne? Das lohnt sich halt richtig. Und das gucken wir uns jetzt natürlich nochmal schnell an. Ja, ach so, vom Spot. Hier, der der Holzanleger ist es. Ne? Direkt hier im Hafen am 12-Meter-Loch. Und dann locker rauswerfen. Einfach immer einen Spot suchen. Entweder direkt zur Spitze oder ich habe gerade einfach gerade ausgeworfen. Und ja, da drüben, da rennen wir jetzt mal eben hin. Und gucken doch mal eben, was das Ganze denn so cashmäßig gebracht hat. So, da sind wir schon wieder zurück hier am Hafen. Vorher natürlich immer am Café vorbeischauen und gucken, was sich denn so lohnt. 100 Gramm, nee, die war 60 Gramm, die Kammmuschel. Die können wir auch gleich vielleicht noch verhackstücken. Also, Fischmarkt und nach Preisen sortieren. Das sieht auch gut aus. Nochmal gerade nach Fangzeit, 33 Minuten, also knapp eine halbe Stunde. 300 Silber, passt doch schon ganz gut. Und man sieht hier die Plattfische, aber auch die Aalmuddern, die bringen echt gut Cash. Und das waren jetzt so die letzten Abendstunden, beziehungsweise die letzten Stunden von der Nacht und dann die Morgenstunden, wo ich dann hier hin war und dann die ersten Aalmuddern noch dran hatte. Also das lohnt sich eben mal richtig, wenn man eben hier einfach komplett auch die Aalmuddern im Fokus hat. Also wenn du einen Spot hast, wo die Aalmudder reingeht, dann Attacke Vollgas. Ihr seht, das lohnt sich übelst. Genauso wie Steinköhler, wenn man mal draußen auf dem Meer ist. Also da kann man schon mal reingehen. Steinbutt, tja, da hoffe ich natürlich auch irgendwann mal, dass da ein dicker, fetter Brocken reingeht. Aber so mok wie dat. So ist das schon ganz angenehm. So kann es weitergehen. Petri Elümmels, wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream. Montags, Mittwochs und Freitags immer live ab 19 Uhr auf YouTube und auf Twitch. Petri.